3 Bühnen, 100 DJs, Bands und Entertainer sowie 20.000 Besucher. Das war das Love Music Festival vom 24. bis 26. Juni im Elbhorn Park. Auf der Mainstage, der Seebühne und den Messehallen war für jeden etwas dabei. Herr Finchi, ja, ganz klar, dann Samra kommt dann ja noch und dann noch ein bisschen in der Tech-Halle so ein bisschen abfeiern auf jeden Fall. Ja, es ist halt einfach hier eine mega geile Gemeinschaft auch, ne? So dieses Festival so an sich, so Leute kennenlernen, coole Leute, chillige Atmosphäre. Das ist halt so, was mir so gefällt, ne? Hauptsächlich sind wir, glaube ich, wegen dem Hardtech-Floor hier. Also so einen geilen Floor gibt es sonst nirgends. So groß vor allem und so viele Leute und so viel Platz, ja. Hinter der Seebühne befand sich der Campingplatz und dieser gehört für viele Festivalgänger einfach dazu. Wenn man aufs Festival geht, dann geht man den Campingplatz und das läuft ja eigentlich auch super. Die Hitze ist ein bisschen drückend, aber ansonsten fetzt. Gut, also die machen ordentlich Stimmung, sind laut und Entertainer. Sie sind Entertainer. Es ist okay. Wir sind jetzt auch noch nicht so lange hier auf dem Zeltplatz, aber es ist ganz lustig. Für Abwechslung zwischendurch war ebenfalls gesorgt. Schattenplätze waren heiß begehrt, aber auch sonst sorgten die Gäste mit kreativen Ideen für Erfrischung. Ja, hier vorhin, die da vorhin Schlammkettchen gemacht haben. Ja, aber die haben sich den ganzen Tag dann nass gespritzt, ist halt warm, ist arschheiß heute, ne? Und haben die da vorne so ein bisschen hier Schlammkettchen gemacht und so eine Geschichte, ja. Vorhin hat einer nackt in einer Mülltonne gebadet. Hier führt jemand die ganze Zeit einen Haufen Dosen spazieren, das ist sehr lustig. Der Sonntag blieb zum Erholen und Zusammenpacken. Auch im nächsten Jahr lädt das Love Music Festival vom 23. bis 25. Juni wieder zum Feiern und Campen ein.